nicht da. Sie ist nicht da! Ja, sorry, ich weiß, ich bin zu spät. Mein Wecker hat geklingelt, als ich noch geschlafen habe. Da kann ich ihn natürlich nicht hören. Meinen Schuhrand habe ich auch vergessen. Oh Gott. Okay. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Hallo, Sandra. Wieso haben Sie eigentlich gerade getanzt wie ein Mädchen? Ich habe geprobt. Für einen Tanzauftritt, den ich morgen habe. Morgen fahren wir doch mit der 7a ins Käsemuseum. Ja. Und davor habe ich den Tanzauftritt. Wir fahren um 7 Uhr morgens los, dann haben Sie um 6 Uhr morgens noch einen Tanzauftritt. Du kannst dir doch sonst auch nichts merken. Wieso kannst du dir sowas auf einmal merken? Entschuldigung? Wir fahren morgen ins Käsemuseum. Ins Käsemuseum? Da freue ich mich schon den ganzen Monat drauf. Ist ja auch egal. Heute haben wir auf jeden Fall nochmal Unterricht, okay? Was haben wir jetzt? Lies doch mal vor, was auf deinem Stundenplan steht. Dieser Stundenplan gehört Sandra? Nein, weiter unten. Montag, Dienstag. Sandra, was steht in der Mitte? Pause. Ja, Gott sei Dank, ey, ich bin auch schon völlig überarbeitet. Erdkunde. Und das Thema ist Deutschland. Was kannst du mir über Deutschland sagen? Deutschland ist das Kartoffelland und alle sind gnädig und unfreundlich. Sandra, nein, ich meine geografisch. Geo, was, ey? Ich kenne nur Galileo. Du kennst Galileo? Den italienischen Universalgelehrten? Den Physiker, den Mathematiker aus dem 15. Jahrhundert? Nee, Galileo, die Fernsehsendung auf Pro7. Da, wo die immer Wasserrutschen testen. Ey, hast du gehört, ey? Es gibt eine Wasserrutsche, wo du stehen kannst. Eine Stehwasserrutsche! Okay, also Deutschland. Nenn mir mal bitte zwei Nachbarländer von Deutschland. Dänemark. Sehr gut, Sandra, richtig. Weiter, welches Land fällt dir noch ein? Das eine da, wo die immer so viel Käse fressen. Du meinst Holland? Ja, Holland! Das Land meiner Käseträume. Sandra, das ist beides richtig. Herzlichen Glückwunsch, super. Ich bin so gut. G-U-H-T. Das scheint ja dein Thema zu sein, oder? Ja, Mann, ich bin eine deutsche Bratwurst-Sauerkrautkartoffel. Los, frag weiter, los! Na gut, wie heißt denn unsere Hauptstadt in Deutschland? Berlin! Los, weiter, schwerer! Schwerer? Sandra, was ist denn mit dir los? Das gibt's ja gar nicht. Okay, gehen wir mal in die Kultur. Nein, lass in Deutschland bleiben, damit kenne ich mich da aus. Nein, Kultur ist, ist auch egal. Wie heißt denn Goethe mit Vornamen? Fuck you. Wie bitte? Fuck you. Ich hab mich wohl verhört, mein liebes Fräulein. Fuck you, Goethe. Vorname fuck you, Nachname Goethe. Ach, du meinst, okay. Egal, anderes Thema. Wofür ist Deutschland in der ganzen Welt bekannt? Hitler, nächste Frage. Ich meint etwas, was Deutschland gerade leistet. Helene Fischer? Nein, Helene Fischer kennt außerhalb von Deutschland kaum jemand. Und das völlig zu Recht. Aber es geht in die richtige Richtung. Ah, natürlich. Meine deutsche Lieblingsband. Die Zitteltaler Zipfelmützen. Nicht dein Ernst, oder? Die Zitteltaler Zipfelmützen sind meine absolute Lieblingsband. Hier, das hier ein neuer Song. Sandra. Sandra. Sandra, mach den Mist auf. Sandra, es freut mich, dass dir diese Musik gefällt, aber ich möchte... Sie gefällt mir nicht. Ich liebe sie. Okay, also es ist schön, dass du diese Musik liebst, aber... Nein, übertreiben wir mal nicht, ja? Sie gefällt mir, mehr auch nicht. Was ich sagen wollte, Deutschland ist gerade sehr dafür bekannt, dass es sehr hochwertige Waren exportiert. Waren? Deutschland ist für seine Vergangenheitsform bekannt? Waren. Güter. Günther? Was hat Günther mit der Sache zu tun? Halten Sie meinen Vater da raus! Okay, okay, Sandra, gut. Danke, danke. Das reicht. Für deine Verhältnisse hast du Übermenschliches geleistet, ja? Wir sollten hier Schluss machen. Aber eine letzte Frage habe ich noch. Und die wäre... Wie gefällt Ihnen diese Musik hier? Ist auch egal. Liebe Leute, fürs Zuschauen. Ich habe eben schon mal eine Endcard gemacht, aber Mats hat gesagt, die war zu langweilig. Deswegen soll ich mehr Energie rein, Aua, bringen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, danke an die Grundschule in Wesselburg, dass wir hier drehen durften. Bis dann. Wenn es heißt, danke an die Grundschule in Wesselburg. Ich wollte ein paar sprachliche Neuheiten reinbringen. Tschüss.